Herzlich willkommen. Mein Name ist Silke Mara. Ich spreche Sternensprache, Lichtsprache und übermittle Botschaften in Form von Geschichten. Heute erzähle ich eine Geschichte, die ich vor ein paar Jahren für jemanden geschrieben habe. Und jede Geschichte gestaltet sich immer ganz individuell nach dem Empfänger. Und sie heißt Erwachen. Ein Klingelgeräusch ertönt. Sie ist vollkommen benommen. Woher kommt dieses Geräusch? Mühsam versucht Jacqueline, ihre Augen zu öffnen. Sie sieht nur einen lichten Nebel. Was ist los? Wo ist sie? Ihr Körper fühlt sich seltsam schwer an, als sei sie aus einem tiefen Schlaf geweckt worden. Ihre Augenlider schließen sich wieder. Sie versucht, diese nicht mehr mit aller Kraft zu öffnen. Plötzlich fühlt Jacqueline eine Klarheit in sich. Sie fühlt sich innerlich wach. Eine tiefe Ruhe breitet sich aus und im nächsten Augenblick lässt sich die junge Frau in diese Ruhe und Klarheit hineinfallen. Sie spürt eine unglaubliche Weite. Es fühlt sich an, als ob sie im Kosmos ruht. Die junge Frau macht sich keine Gedanken, woher sie dieses Gefühl kennt. Sie kennt es eben und alles fühlt sich ganz natürlich an. Plötzlich wird sie fortgezogen. Da ist wieder dieses Geräusch. Jacqueline ist genervt. Sie will zurück in dieses unglaubliche Gefühl. Es wird vor ihren geschlossenen Augen immer heller. Wenn sie es könnte, würde die junge Frau jetzt die Augen schließen. Alles ist gleißend hell. Jacqueline, hört sie plötzlich ganz klar und deutlich. Wieder versucht sie vergeblich, die Augen zu öffnen. Mit geschlossenen Augen siehst du besser. Du siehst dann mit dem Herzen. Jacqueline wird es ganz warm um ihr Herz. Sie kennt diese Stimme. Und da ist wieder dieses Geräusch. Was ist das bloß? Wieder wird sie fortgezogen oder zieht sie sich selber fort? Jacqueline erwacht. Sie schlägt ihre Augen auf. Ihr Wecker klingelt. Sie stellt das Klingeln ab. Was für ein merkwürdiger Traum, denkt sie, aber tief beeindruckt. Jacqueline, hört sie wieder ganz deutlich. Mit deinem Herzen siehst du besser. Erwache, mein Kind. Danke.